Das Nostalgiestüberl in der Grabenstraße. Ein typisches Grazer Vorstadtbeisel, das sich in der warmen Jahreszeit auch mit einem romantischen Gastgarten präsentiert. Hektischen Alltag kennt man hier nicht. Das Nostalgiestüberl vermittelt ein gemütliches, vertrautes Beisammensein. Und zum Beisammensein gehört natürlich auch das Essen. Der Wirt Roman Leutsch bietet seinen Gästen in erster Linie Hausmannskost. Da findet sich auf der Speisekarte neben der gebackenen Leber auch eine geschmackige Gemüseplatte oder eine Piccata Milanese. Der absolute Renner ist hier aber dieses Fleischgericht. Nostalgisch geht es auch in der Küche zu, es wird ein Schnitzel geben. Aber Roman, dieses Schnitzel macht sie ein bisschen anders. Der Schnitzel wird gefüllt, eingerollt und ausgebrochen, also paniert und ausgebrochen. Fürs Füllen ist natürlich die Carina schon zuständig, weil die muss schon einmal reinreißen. Das treibt dir schon das Wasser in die Augen, dabei ist sie schon im dritten Lehrjahr. Also die weiß schon Bescheid, wie es in der Küche lang geht. Aber wenn wir beim Füllen sind, womit wird es denn gefüllt? Ein Schwarzwälder Schinken, Käse kommt rein, Essig, Gurkel und Krein. Und der Krein natürlich. Für diese Art der Zubereitung muss das Fleisch vor allem gegen den Rand hin besonders dünn sein. Carina Reit klopft das Schnitzel, bis es doppelt so groß ist wie vorher. Dann wird mit Salz und Pfeffer gewürzt und mit Schinken, Käse, Gurkelscheiben und dem frisch gerissenen Krähen belegt. Das Fleisch am Rand einschlagen und fest zu einer Rolle eindrehen. Dann wird paniert. Erst in Mehl wenden, dann durch eine Ei-Obers-Mischung ziehen und anschließend mit Semmelbröseln panieren. Anschließend kommt das gefüllte, gerollte und panierte Schnitzel in die Fritteuse. Im 150 Grad heißen Öl braucht es etwa 10 Minuten, bis es durch ist. Währenddessen werden die Bratkartoffeln zubereitet. Vor dem Anrichten das Schnitzel noch quer durchschneiden und zum Schluss mit frisch gehackter Petersilie bestreuen. Und es wäre nicht das Nostalgiestüberl, wenn nicht das Bier auch was Besonderes wäre da. Ich habe ein Laschka-Bier, nicht aus der Flasche, sondern offen. Ja, dann Prost. Prost.